Ihr habt sie vermisst. Ich habe das schon verstanden. Ihr schreibt die ganze Zeit. Wann kommt eine neue Folge Super Nanny? Ich höre das und poste direkt eine neue Folge Super Nanny. Und dann kommt ihr mit: Wann kommt eine neue Folge Die Lara sucht Arbeit? Und dann poste ich eine neue Folge Die Lara sucht Arbeit. Und dann kommt ihr wieder mit: Wann kommt eine neue Folge Super Nanny? Auf jeden Fall, in diesem Video geht es um eine Ausländerfamilie. Schauen wir, wie die Super Nanny da helfen kann. Let's go. Das ist Burak, er ist 15 Jahre alt. Hey, ich bin Burak und bin 15 Jahre alt. Schlaf deine Mutter. Na, natürlich wissen wir, dass du 15 Jahre alt bist, das habe ich doch gerade gesagt. Burak liebt Clash of Clans, doch eine Person hat was gegen ihn. Nämlich seinen Vater, Hamza Bilkacmatajbini. Hamza Bilkacmatajbini. Ja, genau so heißt er. Burak ist laut seinem eigenen Vater ein Problemkind. Was er genau falsch macht, das erklärt uns Sabine Schenker-Knadder, auch bekannt als Super Nanny. Hilft Familien, klappt aber nicht immer. Das ist Sabine Schenker-Knadder, auch bekannt als die Super Nanny. Haben Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Kind? Kein Problem, die Super Nanny kommt ganz geschwind. Der Spruch war cringe, aber die 32-jährige Super Nanny hat schon vielen Familien geholfen. Ich habe schon vielen Familien geholfen. In dieser Episode meldet sich der verzweifelte Vater Hamza Bin irgendwas per Videocall. Sabine Schenker-Knadder mein Name, Sie können mich aber auch Super Nanny nennen. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Ja. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Hallo! Geht nix, dieser Scheißer, ja? Sie müssen auf den grünen Knopf rechts unten drücken. Oh, hallo! Hallo, jetzt kann ich Sie sehen! Perfekt, wie kann ich Ihnen helfen? Sorry, kannst du ein wenig lauter sprechen? Meine Lautsprecher von meinem Laptop ist kaputt. Ich habe gesagt, wie kann ich Ihnen helfen? Okay, chill, aber Natschuk, du musst mich nicht anschreien hier. Ich denke, dass es heute eine ganz spezielle Folge wird. Ich hoffe überhaupt, dass es eine Folge wird, wenn sein Laptop mal funktionieren würde. Hallo, hörst du mich oder nicht? Zum 50. Mal, ja, ich höre dich. Gut, ich sag gleich direkt in deine Gesicht. Meine Sohn Scheißer. Das war auch meine Frage. Was macht er denn? Vieles, vieles. Er ist zum Beispiel schlecht in Schule. Schon wieder, du hast scheiße Note. Ist eine 2 minus wirklich eine schlechte Note? Ja, was ist Minus? Minus gleich Minus. Minus bedeutet knapp eine 3. Minus bedeutet knapp scheiße. Du übertreibst ein wenig. Hamza. Ja? Sie haben mich kontaktiert, weil Ihr Sohn eine 2 minus bekommen hat. Ja. Ist das Ihr Ernst? Ja. Ich glaube, in dieser Folge liegt das Problem nicht beim Kind, sondern das erste Mal in der Geschichte dieser Serie ist der Vater an dem Ganzen schuld. Es gibt noch viel mehr. Was denn? Er ist die ganze Zeit am Zocken. Zocken, ja? Okay, ja. Ich sag zu meinem scheiße Sohn, hör auf zu zocken, ja? Aber er zockt weiter und weiter und weiter. Das werde ich mal... Und weiter. Das werde ich mir mal persönlich anschauen. Der Vater labert viel Blödsinn. Deshalb will ich das ganze Geschehen vor Ort beobachten. So. Hallo, Burak. Keine Sorge, ich bin die Super Nanny. Ich bin da, um euch zu helfen. Was willst du? Ich habe von deinem Papa gehört, dass du viel am Zocken bist. Naja, es geht. Was zockst du denn eigentlich? Clash of Clans. Oh, cool. Ich spiele das auch in meiner Freizeit. In letzter Zeit zocke ich mehr, weil das Clash for Nature Event am Laufen ist. Was ist das? Kennen Sie das nicht? Keine Ahnung. Vielleicht. Es gibt zwei Teams. Team Tree und Team Seas. Das Team, welches das meiste Gold im Multiplayer-Modus von Clash of Clans sammelt, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen und für gute Zwecke spenden. Bei Team Trees wird der gespendete Betrag genutzt, um neue Bäume zu pflanzen. Und bei Team Seas wird der Spendenbetrag für die Säuberung der Ozeane genutzt. Beides gut für die Umwelt. Ja. Und der Creator, welches die meisten Goldmünzen erspielt, kriegt sogar einen Tesla obendrauf. Deshalb zockst du die ganze Zeit. Ja, ich bin Team Trees und Sie können meinem Team über den QR-Code oder über den Link in meiner Bio beitreten. Das werde ich machen. Beeilen Sie sich aber, das Event geht nur bis zum 10.12. Okay. Das war das erste Treffen mit Burak. Ein sympathischer kleiner Butchi. Er ist definitiv kein Problemkind. Hallo, er zockt nur ein wenig Clash of Clans. Wer macht das nicht? Ein kleiner süßer Junge, dieser Burak. Burak, mach ruhig weiter. Sammel weiter dein Gold und ich werde mal mit deinem Vater persönlich reden.
Ja, ich bin schon dabei. Ach, Hamza, ich hab mit deinem Sohn geredet und... Hamza! Burak, was ist mit deinem Vater? Er ist am Schlafen. Wieso? Er hat gesagt, dass er eine Pause braucht. Wovon braucht er eine Pause? Vom Fernsehen schauen. Aha. Ja, er hat einfach zu viel TV geschaut. Dann ist er müde geworden. Der Vater ist eindeutig das Problem hier. Lotti Karotti, er ist müde vom TV-Schauen geworden. Was ist das für ein Vater? Hallo, Super Nonni. Ah, Lotti Karotti, jetzt bist du wieder wach. Jupp. Hamza, ich muss dir was sagen. Ich denke nicht, dass dein Sohn hier das Problem ist. Ah, ich weiß schon, ja. Ach echt? Ja, ich wusste schon eigentlich davor. Dass du eigentlich das Problem bist. Nein. Hä? Seine Freunde sind das Problem hier. Immer, er geht mit dieser scheiße Freunde und macht Blödsinn draus, Sonja. Was machen die denn so? Keine Ahnung. Er und seine Freunde rauben Banken so aus, diese Nacht. Ach echt? Ist das wirklich so? Ja, die reden immer, ich höre, sie sagen, klauen Gold und diese Scheiße macht er. Hm. Bro, wie viel Gold hast du schon gesammelt? Locker 6 Millionen. Crazy. Und du? Circa 3 Millionen. Stark. Wenn wir so weitermachen, kann uns keiner aufhalten. Yeah. Ja, die haben mehrere Millionen in Gold. Gestohlen. Hm. Katastrophe, Kind, sag ich dir, ja? Ich sag doch. Ah, Mann, ich liebe Clash of Clans. Ja, ich auch, Mann. Bist du auch Team Trees? Ja. Gut, ich auch. Bist du dir sicher, dass sie eine Bank ausgeraubt haben? 100%. Ganz, ganz sicher? Ja, die haben sogar eigene Organisation gemacht. Team Trees oder so, ich hab gehört. Was für Organisation? Der Vater meint Team Trees. Freunde, das Clash for Nature Event geht nur mal bis zum 10.12. Scannt diesen QR-Code, um meinem Team zu joinen, Team Trees. Und lasst uns gemeinsam Gold im Multiplayer-Modus von Clash of Clans sammeln. Wenn unser Team gewinnt, können wir bis zu 100.000 Euro spenden. Das ist mega viel! Also macht mit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Video ihr euch als nächstes wünscht. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welche Ehrmann oder welche Ehrenfrau genau bis jetzt geschaut hat. Als klitzekleines Dankeschön blende ich wie immer 3 Kommentare ein. Jupp. Und falls du auch im nächsten Video erwähnt werden willst, dann kommentier einfach einen random Kommentar in die Kommentare. Ich hab verkackt. Dann kommentier einen random Kommentar in die Kommentare. So, Freunde, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Und bye.